Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dishonored. Ich bin Marv und wir sind mittlerweile in Folge 4 angekommen. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Da wird's wohl jetzt reingehen. Wenn jemand an uns findet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Klar, ich bin ja auch sein größter Gegner in diesem Fall. Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Hound Pits Pub. So, Missionshinweise aktualisiert. Schauen wir uns das nochmal an. Schiffer Samuel hat dich über den Fluss vom Gefängnis von Coldridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die illegitime Herrschaft des Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Das machen wir auch gleich. Aber so ein bisschen hier umschauen. Wo geht's hier hin? Geht's hier irgendwo hin? Kann man da rein? Entehrt haben wir freigeschaltet. Weil wir da gleich rumgetaucht sind. Ach, die Fische greifen mich an. Wow. Ja, super. Na, klasse. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir nicht ins Wasser dürfen. Oder nicht zu lange. Weil die Fische da drin uns ziemlich schnell platt machen. Schauen wir mal. Ob ich da irgendwie hier noch was übersehen habe. Aber da liegt nichts. Da hinten vielleicht. Soll ich das mal probieren? Ich bin ja so neugierig immer, ne? Kennt ihr das, dass man irgendwie jede Ecke untersuchen muss, jeden Stein umdrehen muss und jedes Geheimnis finden will? So läuft das bei mir hier. Das war in Skyrim genauso. Ah, hier ist nichts. Da komme ich auch nicht weiter. Dann versuchen wir mal wieder möglichst lebendig und an einem Stück rüberzukommen. Da ist der Fisch schon wieder. Der uns schon verfolgt. Schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Und ja, sehr gut. Oh, noch so einer. Weg, weg, weg. Corpo, Corpo. Schwing. Boah. So, wir sind ganz schön angeschlagen in der Hoffnung, dass wir hier gleich noch was finden. Mal gucken. 5 von den Heilteilen haben wir. Da werfe ich auf jeden Fall mal einen ein. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Sehr interessant. Ich muss da hinten weiter, das weiß ich schon, aber ich bin ja doch irgendwie zu neugierig. Gucken, was es hier noch so gibt. Liegt da hinten was? Nee. Hast du denn eigentlich auch kein klassisches Rollenspiel, wo ich den Charakter so ausstatten kann? Und mal eben so rumrennen und alles. Ah. Schauen wir mal durch. Ja, da kommen wir, glaube ich, später noch hin. Hier vielleicht. Man kann sich auf jeden Fall... Ah, hier. Kupferdraht. Das ist natürlich super. Und für sowas schaut man sich dann natürlich um die ganzen geheimen Verstecke noch zu finden. Weil in der letzten Mission haben wir gesehen, das und das haben wir gefunden, das und das haben wir nicht gefunden. Einfach übersehen. Okay. Sobald Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Ja, jetzt bin ich oben aufs Dach geklettert. Die Kollegen lassen sich immer ganz gern ausreden. Ach, schau mal da. Das ist ja cool. Walöl. Das scheint ja recht wertvoll zu sein. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig bin ich jetzt hier unterwegs. Wahrscheinlich sollte ich hier noch gar nicht sein, aber das Spiel lässt mir natürlich die Möglichkeit, alle Wege einfach zu erkunden, ohne wirklich irgendwo lang zu gehen. So, nehmen wir das mal hier. Wir nehmen die Standardbolzen oder wir nehmen den Revolver. Der macht wenigstens ordentlich Krach, wenn ich irgendwo hinschieße. Achtung, Bürger von Dunwall.
Ach, das sind meine Gemächer. Das ist ja auch wieder gut. Habe ich mich von hinten reingeschlichen, ohne dass die ganzen Leute das mitbekommen haben. Da muss ich dann wahrscheinlich nochmal rein. Ja, ja, wir bleiben wachsam und loyal. Ich gehe jetzt schnell wieder den Weg zurück, damit ich die Story da weitermachen kann. Sonst verlaufe ich mich hier noch in meinen eigenen Gemächern und das wird dann wahrscheinlich wieder zu lange dauern. Ich hätte ja gesagt, dass ich mich schon darauf freue, dann so ein paar Folgen wirklich zu machen, damit die ganze Geschichte nicht zu schnell zu Ende ist. Und so kann man das natürlich unnötig in die Länge ziehen, was ja nicht unbedingt sein muss. Whisky. Nein, wir gehen jetzt hier zu dem Kollegen. Da drin arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Das klingt gut. Stecken wir mal die Sachen weg. Sieht denn immer besser aus. Also Admiral, wir haben ihn gefunden. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Alles klar. Gut, dann wissen wir natürlich gleich Bescheid, was hier abgeht. Wir sollen die ermordete Königin rächen. Und ich will das auch irgendwie. Also die war mir sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Nach der kurzen Zeit, die wir gesehen haben, war das so jemand, wo ich sagen würde, da geht noch was. Aber es ging gar nichts mehr. Sie wurde einfach ermordet vor unseren Augen. Und oh, Aprikosentörtchen. Nom, 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 nom. Ist doch kein Problem, ne? Gut, dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. Ganz genau. Ein Hoch aufs Kaiserreich. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Vielleicht haben wir irgendwie noch die Möglichkeit, noch was zu sehen. Oben haben wir unsere Gemächer. Eigentlich müssen wir da hinten hin, noch zu Piero. Ah, ich bin ja schon wieder hier, ne? Oh, abgeschlossen. Achtung, Bürger von Dunwall. Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Natürlich. Alles für die Regierung, kein Problem. Aber wenn ich's finde, behalte ich's. Ganz einfach. So, da unten ist der gute Piero. Vielleicht kommen wir hier oben auch rum. Hallo. Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Tja, Lydia. Ich dachte, du wärst ein bisschen jünger. Was hat denn die da für einen Schlüssel? Die Litanei der Weißen Klippe. Auszug aus einer Schriftreihe von Aufseheranrufungen, verfasst von Oberaufseher Abraham Templeton. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszerren wollen, damit wir nie zu unserer Heimat, zu unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir einen Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernt haben, hin zur nebligen grauen Ödnis des Outsiders. Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren. Und die, die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifeln und Merkwürdigkeiten füllen können. Naja, diese komischen Bücher. Oh, eine Birne.
Ah ja, da waren wir eben gerade unterwegs. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwin entführt. Jeder, der Hinweise besitzt, die zum Auffinden und zur Rückkehr der Tochter unserer geliebten Kaiserin führen, hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden. So lange war ich in diesem verdammten Kerker? Hätte ich nicht gedacht. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, doch wir dürfen nicht gesehen werden. Aber so ist es doch etwas romantisch, oder? Ja, Lydia, ich finde das sehr romantisch. Tür zu. Die Frau ist irgendwie nicht mein Typ. Erzählung des Wolfgängers. Wolffängers. Was? Walfängers, was lese ich denn? Oh nee, das lese ich nicht. Walfang. Nur weil das hier normal ist. Oh, schau mal hier. Ein bisschen Walöl nehmen wir mit, machen wir den wieder zu. Die Marine und die Flotte. Was sind das alles für ewige Bücher? Da kann ich ja hier lesen, bis ich grau bin. Aber wir nehmen alles mit, ein Audiolog. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Ja, ganz sicher. Schalter. Schalter, wo ist der Ausschalter? So, Havelocks Tagebuch. Erster Eintrag. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größerer Menge zu produzieren, wäre Dunwalls Marine die bei weit größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Coldridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1-5. Ja, und ich hab's doch geschafft. Da hat aber ganz schön viele Orden. Aber sonst gibt's hier nichts mehr. Solange mich jetzt hier keiner beim Klauen erwischt, ist das, glaube ich, alles kein Problem. Oh, Dekorplatte. Platte. Oh, Kollege, zack. Ein bisschen schleichen hier. Schrankkoffer. Beutel, sonst ist nichts drin. Du bekommst auch so nichts mit. Hallo. Schön, Sie zu sehen, Meister Corvo. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Sie erinnern sich wohl nicht. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Hiram Burrows, als er noch der Meisterspion war. Ein manipulativer Bastard, sag ich Ihnen. Oh, ob man dir vertrauen kann, ist die andere Frage. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall. Ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja. Ich fange morgen noch einmal an. Ja, die Leiden eines Adligen. Mitten im Nirgendwo. Ich wollte gerade sagen, was macht die mir einfach die Tür vor der Nase zu? Hallo. Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Alles klar, Wallace. Das musste halt mal gesagt werden. Du hast recht. Was da wohl hinter ist? Warum sie das Zimmer zugemauert haben, würde mich interessieren. Ah ja, jetzt komme ich hier zu meiner eigenen Butze, wo ich vorhin schon gewesen bin. So viel bringt es hier nichts, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich ja mal gucken, ob ich irgendwie... Hallo, was bist du für einer? Achtung, Cecilia. Er diente in der Marine der Kaiserin, aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste.
Ja, tragisch. Verfügt, dass die aber da geht's jetzt. Das hat die auch zugemacht. Ist dein Fenster auch alles zu? Wir speichern nochmal schnell. Alle Fenster zugemacht. Hier unten auf dem Balkon gibt's auch nichts mehr, was wir uns irgendwie schnappen könnten. Da oben vielleicht? Kann man die... Ne, die Rohre kann man nicht hochklettern. Also werden wir hier den ganz gewöhnlichen Weg ganz normal zu Piero gehen. Das hat er sich wahrscheinlich so gedacht, dass wir so da lang gehen. Okay, aber damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich ein Röntchen mit Piero plausche. Bis dahin, Servus.